Jetzt sind wir in im zweiten Teil der Ausstellung Steinerne Macht, also im ersten Untergeschoss des Museums. Wir haben jetzt hier einen Überblick über ein Fallbeispiel, nämlich Schloss und Burg Saarbrücken. 1100 Jahre werden hier im Großen und Ganzen erklärt. Das passt sehr gut zum ersten Teil, wo das dann eben international verglichen wird, wird hier eben dieses Fallbeispiel für denselben Zeitraum am Ort direkt gezeigt. Und der Vorteil ist, dass wir am Ende unseres Rundganges hier dann auch in die unterirdische Burg hineingehen und dort die alten Originalbefunde, die Ruinen dann sehen und das Ganze auch nochmal anders nachvollziehen können. So, hier haben wir jetzt einen Orientierungsbereich, der in jede Richtung etwas anderes irgendwie bereithält. Wir sind eben gerade von oben nach unten gekommen, haben hier unsere Begrüßung mit einem kurzen Film, der das Schloss Saarbrücken im 19. und 20. Jahrhundert mit seiner Bauentwicklung zeigt. Auch hier eben dreisprachig. Wir haben dann oben ein Gemälde von einem unbekannten Künstler aus dem Jahr 1772, wird es etwas spannend. Das zeigt das Rathaus mit einem künstlichen Berg im Hintergrund, der im Grunde von dem Künstler nur eingebracht wurde, um das Schloss Saarbrücken vorne in Weiß zu sehen, zu überhöhen, um dem Ganzen eine Kulisse zu schaffen. Weil das Schloss selber ist hier auch etwas größer dargestellt als im Original. Wir sehen das auf unserem Foto, was hier drunter ist. Der Mittelbau des heutigen Schlosses entspricht in seiner rekonstruierten Höhe der ursprünglichen Höhe des echten Barockschlosses aus dem 18. Jahrhundert, das 1748 gebaut wurde. Oben fällt auf die Flößer in der Saar. Man sieht dort einen kleinen Bereich, wo verschiedene Holzstämme aneinander gebunden sind. Wir sehen das aufgeräumte Saartal mit St. Johann noch mit eigener Stadtmauer, Saarbrücken auf der höher gelegenen Seite mit dem Schloss. Und darunter die heutige Ansicht für dieses Foto mussten wir mit einer Leiter 50 Meter hochsteigen und haben ein Panorama fotografiert, das aneinander gesetzt wurde. Man kann verschiedene Kirchtürme miteinander abgleichen, sodass das zusammenpasst. Und natürlich ist bei uns im 19. und frühen 20. Jahrhundert das Bevölkerungswachstum so enorm gewesen, dass unsere Kulturlandschaft heute ganz anders aussieht. Weltweit betrachtet muss man nochmal einfach sich vor Augen führen, dass wir seit 1970 hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt. Wir sind jetzt bei 7 Milliarden Menschen. Aber dieser Effekt der letzten 50 Jahre zeigt sich bei uns eben nicht. Das ist bei uns diese frühere Kulturlandschaftsveränderung aus dem 19., frühen 20. Jahrhundert, die Landschaft so verdichtet hat. Ja. Das Ganze wird umrahmt von zwei Gartenfiguren des Barockgartens vom Schloss. Das sind hier die Originale, die wir hier ausstellen. Und es gab noch eine Reihe mehr. Das sind verschiedene Allegorien, hier bezogen auf Kontinente, Afrika, Asien sind jetzt hier ausgestellt und da gibt es eben noch eine Reihe mehr und das ist so ein bisschen ein Zeichen für den Prunk des ehemaligen Schlosses. Der Prunk war enorm. Wir haben bei Schloss Karlsberg den günstigen Fall, dass sehr viel des Inventars eben nach München gegangen sind, die Gemäldesammlung und auch Mobiliar. Mobiliar befindet sich in der Residenz München beim Schloss Saarbrücken, das genau wie Schloss Karlsberg 1793 abgebrannt ist, geplündert wurde. Da ist es so, dass wir vom Inventar nichts mehr konkret nachweisen können. Vielleicht noch das Frühstücksservice von Fürst Wilhelm Heinrich. Ansonsten haben wir hier ein Gemälde ausgestellt, das von der Familie Bruch, von der Brauerfamilie hier geliehen wurde. Das ist ein Gemälde, das angeblich aus dem Saarbrücker Schloss stammen soll. Es wird 1753 in der Inventarliste aber nicht aufgeführt. Auch der Künstler ist nicht ganz klar, ob es der Appiani ist. Wir haben eine Spezialistin angefragt, die es aber über das Digitalisat, also über die Datei allein, nicht beurteilen konnte. Es muss also nach 1753 müsste es ans Schloss gekommen sein, das Gemälde, und ist dann in den Familienbesitz der Bruchs gegangen, die beim Löschen des Schlosses geholfen haben sollen. Das Ganze ist eine Legende, auch die sich in der Familie tradiert hat. Wir wissen also nicht genau, stammt dieses Gemälde wirklich aus dem Schloss und wer hat es genau gemalt. Wir sehen aber Venus mit Vulcanus in seiner Schmiede. Er macht gerade für ihren Sohn, den Kriegsgott, die Waffen. Wir haben hier eine typische mythologische Darstellung.
Und sie steht bei uns symbolisch für das große Inventar des reich ausgeschmückten Barockschlosses, das immerhin durch eine dezidierte Raumbeschreibung bis zur Tapete, zu den Gardinen im Detail nachvollziehbar ist. Die stammt selber aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Hier ist von Pitz noch der Schlossbrand mit dargestellt und wir gehen jetzt quasi die Geschichte rückwärts, wie wir das auch oben gemacht haben, indem wir mit den romantischen Malereien begonnen haben, beginnen wir hier auch vom 20. Jahrhundert und gehen rückwärts, hier eben ans Ende des 18. Jahrhunderts und gleichzeitig auch hier zu diesem Sarkophag. Der Sarkophag ist genau wie das Gemälde ein Symbol. Er steht nämlich für das Ende der Herrschaft hier der Grafschaft Saarbrücken. Nach über 800 Jahren wurde in diesem Sarg der letzte Fürst, Fürst Ludwig, begraben. Er ist 1794 gestorben und in Usingen begraben worden. 1995 hat man dann seinen Sarg aus Usingen in die Schlosskirche Saarbrücken, die man oben mit dem Foto sieht, wurde er überführt, sollte dort in der Gruft seines Vaters, Fürst Wilhelm Heinrich, mitbestattet werden. Und der Außensarg, den wir hier sehen, der war einfach zu groß, der passte da nicht rein. Man hat dann einfach den Innensarg mit dem Skelett in der Gruft von Wilhelm Heinrich bestattet. Wilhelm Heinrich liegt also heute als Vater dann auch mit in der Gruft und spannend war bei den Untersuchungen damals, er hatte sogar eine Blombe noch im Mund, also er wurde gerichtsmedizinisch untersucht, Wilhelm Heinrich, und es gibt dazu eben auch ein Gutachten. So, wir haben jetzt hier eben diesen leeren Sarg und haben dann Fürst Ludwig dargestellt mit Fürstin und Mätresse. Das Mätressenwesen war im 18. Jahrhundert ganz wichtig, das spielen wir gleich auch noch mit Wilhelm Heinrich, gehen wir da weiter drauf ein. Haben aber in der Ausstellung auch, und ich zeige das jetzt mal, so haben eine Station integriert, wo wir verschiedene Objekte zum Thema Liebe zeigen. Das sind Objekte, die alle einzigartig sind. Also schauen wir mal einmal gerade drauf bei der Gelegenheit. Liebe ist ein großes Thema eben im Barock. Das eine ist, eine Fürstin wird früh zur Fürstin erzogen und muss dann heiraten. Das ist also eine arrangierte Ehe. Und gleichzeitig hat der Fürst dann auch in seinem Leben oft verschiedene Mätressen eben an seiner Seite gehabt. Und dann finden wir aber in über 10.000 Funden, die es hier vom Schlossfelsen gibt, vom Saarbrücker Schlossberg, lauter so Details wie hier eine kleine Sandsteinplatte mit Eingravierung von Mann und Frau, die sich die Hand halten und daneben wie ein Schmetterling zwei gegeneinander gestellte Herzen. Das ist ein sehr persönlicher Ausdruck von Liebe. Wir haben auch hier einen herzförmigen Anhänger, vermutlich aus Bergkristall, der aus dem Gefängnisschacht hier vom Barockschloss stammt und daneben ein Amor mit Pfeil oder eine Glasscherbe, wir beide. Also das Thema der arrangierten und echten Liebe ist eins, was natürlich durch die Jahrhunderte bis in die Antike immer ein großes Thema war und uns beschäftigt und das wir hier in der Ausstellung aufgreifen. Ansonsten haben wir uns den Stammbaum angeschaut, also die Grafschaft Saarbrücken, die irgendwo im 10., 11. Jahrhundert ihren Ursprung hat eine Ahnenfolge bis eben 1794 mit dem Tod von Fürst Ludwig. Wir haben hier einmal versucht, das vereinfacht wiederzugeben, indem man eben in dieser Ahnenfolge immer die Brüche sieht, wo es eben Unterbrechungen der direkten Abfolge gibt, also der männlichen Linie zum Beispiel, wo dann hier zum Beispiel 1728 die Fürsten von Nassau-Usingen hier hingekommen sind und den Zweig weitergeführt haben. Wir haben daneben gestellt die verschiedenen Bauphasen. Wir haben das Barockschloss am Ende, das 1748 gebaut wurde, 1793 zerstört wurde. Wir haben davor schon ein Schloss gehabt, das Renaissance-Schloss, das war 1617 fertiggestellt. Und davor gab es dann im Mittelalter vom 11., 10., 11. Jahrhundert an bis ins 16. Jahrhundert verschiedene Formen von einer Burg, die hier gestanden hat, die immer wieder verändert und ausgebaut wurde. Die Rechtsnachfolger der Saarbrücker Grafen, das sind die
Das ist im Grunde die großherzogliche Familie aus Luxemburg. Saarbrücker Barockschloss ist ein typischer Bau mit zwei verschiedenen Flügeln und diesem Mittelbau, also diese Hufeisenform, die aus Versailles und vielen anderen Barockschlössern dieser Zeit bekannt ist. Versailles war da immer das Vorbild. Es gibt diese Gärten, die dazu gehören. Das Ganze ist ein typischer Bauansatz, der sich immer wieder gefunden hat. Wir haben in solchen Schlössern eine Aufteilung, dass eben ein Flügel für den Fürsten war, einer für die Fürstin. Wir haben eine ganz klare Raumaufteilung, die sich überall ähnlich wiederfindet. Und wir haben gerade in diesem Schloss natürlich auch viel Prunk und Feste. Wir haben mit einer Station, die gleich als Tonstation läuft, die wir jetzt hier nicht einbinden in das Video, eine Festbeschreibung der Madame de Bode, die hier am Saarbrücker Schloss war und eben beschreibt, wie der Fürst mit einer italienischen Gondel in den Festsaal einfährt und dann auf Italienisch auch spricht und die Fürstin läuft im Hintergrund und verteilt Eis auch an die Gäste. Das Ganze ist also sehr ausufernd und man erkennt schon in dem Prunk und in diesem in diesen extremen Ausgaben, die damals getätigt wurden, auch mit einer Riesenverschuldung einhergehend, warum die Bürgerschaft immer unzufriedener wurde und nachher auch den Gedanken der Französischen Revolution diese so sympathisch fand. Hier sehen wir jetzt Objekte des Barockschlosses. Also wir haben eben schon angedeutet, über 10.000 archäologische Funde und wir haben nur ein paar herausgegriffen. Ich will das im Einzelnen nicht näher erklären. Wir haben hier Gartenfiguren dazu, hier aus dem Barockgarten aus Terrakotta mit dieser Putte mit dem Kopf oder hier ein Fuß, wo ein Hund noch daneben zu sehen ist, aber eben auch original chinesisches Porzellan, das im 17. Jahrhundert noch importiert wurde. Im 18. Jahrhundert hat man es dann imitiert und nachher zum Beispiel in Ottweiler lokal nachproduziert. Gegenüberliegend haben wir dann etwas ältere Objekte, die nämlich zu dem ersten Schloss in Saarbrücken gehören, zum sogenannten Renaissance-Schloss, das 1617 fertiggestellt wurde. Wir haben hier Objekte, die so aus der Zeit des zweiten Hälfte 16. Jahrhundert, frühes 17. Jahrhundert stammen. Das sind ganz unterschiedliche Dinge, aber man muss sich immer vorstellen, dass sie aus über 10.000 archäologischen Funden herausgefiltert wurden. Das war das meiste ist halt eben Keramik, die zerbrochen ist oder zum Beispiel auch Knochenmaterial. Und insgesamt ist die Situation, dass man selbst bei über 10.000 Objekten sehr wenig nur finden kann, dass man wirklich so präsentieren kann in einer Ausstellung, dass die Besucher damit auch was anfangen können. Und man muss ja auch zu den Objekten eine klare Geschichte erzählen. Das machen wir im Einzelnen immer neben der Vitrine, indem zu jedem Objekt immer auch einige Sätze beschrieben sind. Wir haben hier ein Zunftzeichen eines Schmiedes oder, und das ist eigentlich mein persönliches Highlight in dieser Vitrine, diese Glasröhrchen gehören zu einem Alambik. Das ist also so ein rundes Glasgefäß mit einem Kolben, der hier auslief, wo man dann als Alchemist zum Beispiel Experimente machen konnte, normale Produkte herstellen konnte, die man damals für den Alltag gebraucht hat, wo man dachte zum Beispiel Medizin, andere Dinge. Und dass sich so ein Alambik, auch wenn es hier nur Fragmente sind, überhaupt aus dieser Zeit erhält, das ist schon was Besonderes. Ja, und wir reden hier eben von einem Umfeld, das als Schloss im Grunde so aussah, wie es sich jetzt hier zeigt. Ich mache das einmal so. Das ist ein Modell des Renaissance-Schlosses, wie es schon in den 1930er Jahren nachgebaut wurde. Die Proportionen stimmen nicht alle, aber spannend ist, dass eben das heutige Schloss überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat, wie das Schloss 1617 aussah, also im 17. Jahrhundert. Wir haben hier zwar auch einen viereckigen Bau, der ist aber etwas versetzt im Boden als archäologischer Fund, sozusagen Befund, unterhalb des heutigen Barockschlosses. Spannend bei dem ersten Schloss, wie wir es hier sehen, ist, dass
Teile der mittelalterlichen Burg erhalten sind. Zum Beispiel hier unten, das ist der Wohnturm noch, der Bergfried der ursprünglichen Burg. Der ist dann mit diesem Schloss nur erhöht worden. Wir haben dann auch hier vorne im Außenbereich verschiedene hervorspringende Türme, die gelben, hier die drei. Das sind ehemalige Verteidigungstürme der Burg. Der graue, das ist ein Toilettenturm, ein Latrinenturm. Und dann haben wir da noch einen Erker. Und so kann man hier anhand einzelner Fotos, die wir außenrum um das Modell präsentieren, sehr gut einzelne Funktionsbereiche des ganzen Schlosses nachvollziehen. In dem Schloss gewohnt hat damals natürlich die Grafenfamilie und das Schloss war auch Verwaltungsgebäude. Das heißt, es gab eine Kanzlei, es gab auch eine kleine Kapelle. Das war so eine war für die Bürgerschaft insgesamt, für die Verwaltung sehr wichtig. Es wurde dort auch gebraut, also Bier gebraut und es gab Küchen und so weiter. Sehr lebendig muss man sich das vorstellen. Vor diesem Schloss stand eben die Burg, die ich hier schon angedeutet habe, die auch nochmal anders aussah, als das sich jetzt hier zeigt. Es gibt eben nur Reste der Burg, die sich im Renaissance-Schloss erhalten haben. In dieser Burg haben zwei Persönlichkeiten gelebt, die wir in Leverkusen bei einem Porträtzeichner haben nachzeichnen lassen, also aus 2018. Das ist einmal Hieronymus Bock, einer der beiden Gründer der Fachdisziplin Botanik, ist deshalb sehr wichtige Persönlichkeit, war hier als Leibarzt beschäftigt, hat ein Buch geschrieben, die sogenannte Kräuterkunde, die schon im 16. Jahrhundert 6-mal aufgelegt wurde. Wir haben dieses Buch hier auch ausgestellt aus dem 16. Jahrhundert, ein Druck davon. Und er hat unter anderem auch Badeanleitungen geschrieben und ein Ernährungsratgeber, ist also auch als Theologe und Arzt eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit aus dem 16. Jahrhundert, aus der Renaissance. Und 100 Jahre früher, 1456, ist Elisabeth von Lothringen verstorben, die hier als Regentin am Schloss gelebt hat. Wir haben sie nachgezeichnet. Ich zeige das mal gerade. Ihr Grabstein ist oben in der Stiftskirche St. Anual als Foto hier noch zu sehen. Dort hat sie die Augen geschlossen und wir haben für dieses Porträt haben wir die Augen ihrer Kinder, die dort auch modelliert sind in der Schlosskirche von St. in der Stiftskirche. Entschuldigung, in der Stiftskirche von St. Anual haben wir die Augen der Kinder nachfotografiert, um ihre Augen möglichst realistisch so zu öffnen, wie es genetisch eben wahrscheinlich ist. Und sie ist die Gründerin des Prosaromans in deutscher Sprache, hat französische Heldengesänge übersetzen lassen oder selbst auch übersetzt und ausgeschmückt zu Romanen, die dann tatsächlich Weltliteratur sind, die hier aus der Grafschaft Saarbrücken heraus entstanden ist. Und begleitet von Elisabeth von Lothringen, Hieronymus Bock, können wir jetzt die Burg etwas erkunden. Wir haben hier verschiedene Vitrinen. Einmal eine Installation hier vorne, wo wir den Wechsel von der Armbrust zur Hakenbüchse, also von der traditionellen Waffe hin zur Feuerwaffe, aufzeigen. Im 15. Jahrhundert gibt es hier in Saarbrücken mindestens aus dem 15. Jahrhundert 6 Urkunden, die belegen, wie die gesamte Bürgerschaft Hakenbüchsen erhalten hat. Und es ist genau festgelegt, welcher Mann im Verteidigungsfall aus welchem Turm, aus welchem Fenster schießen soll. Deshalb sind wir froh, dass wir hier eine rekonstruierte Armbrust und hier eine originale Hakenbüchse aus Metz, dass wir eben diese Hakenbüchse zeigen können. Und sie ist sehr wichtig als Feuerwaffe für die Saarbrücker Burg, weil nämlich im 15. Jahrhundert die ganze Saarbrücker Burg ausgebaut wurde für den Feuerwaffeneinsatz. Wir sehen hier vorne eine Armbrustnuss, die gehört zur Spannvorrichtung der Armbrust. Das ist ein Originalfund hier von der Burg, also von unserer Region hier direkt ums Museum herum. Und wir zeigen dann ein Video, das wir nachgedreht haben in einem saarländischen Wald. Natürlich alles genehmigt von der Polizei. Und wir haben zwei Personen hinzugenommen, jemand aus Frankfurt und jemand aus Wien, die beide im Originalkostüm des 15. Jahrhunderts die Waffentechnik präsentieren, weil sie eben sehr wichtig ist für die Zeit und ganz speziell für dieser Saarbrücker Burg. Mit der Armbrust kann man auf solch einen Helm schießen, 2 Schüsse pro Minute. Der Pfeil prallt ab, das ist jetzt ein Vergleichsbeispiel. Und gleich sehen wir an der Durchschlagskraft der Hakenbüchse,
die Sie in so einem Video jetzt erstmalig im Vergleich zur Armbrust in einer guten Qualität mit Slow-Motion-Kamera und Drohne gezeigt wird. Und dieser Helm, das ist ein Helmtyp aus der Zeit um 1400, ein Bassinet. Dieser Helm wird eben auch bei der Schießübung gleich anvisiert. Das ist also eine Rekonstruktion eines solchen Helmes. Und Sie sehen hier dann den ersten Treffer und später auch einen Durchschuss. Und man merkt schon, dass die Feuerwaffen hier mit dem Schwarzpulver und der Lunte wird sie gezündet. Und dann hat es da vorne den Haken, der eben den Rückstoß abfängt, deshalb Hakenbüchse. Die haben eine ganz andere Durchschlagskraft, sind langsamer nachzuladen, haben aber dafür gesorgt, dass der Panzerritter eben ein veraltetes Modell der Kriegstechnik war, sondern dass man wieder hin zu beweglichen Einheiten kam und es drehte sich eben alles um das Schwarzpulver. Wir haben hier insgesamt 13 Stellungen in der Saarbrücker Burg, die diesen Feuerwaffeneinsatz dokumentieren. Die haben sich außergewöhnlich gut erhalten an verschiedenen Stellen. Nicht alle sind für Besucher einsehbar und deshalb haben wir auch die unterirdischen Gänge und Räume, die es hier am Schlossfelsen direkt hier an der Saar, direkt neben dem Museum gibt, alle gefilmt, um einen Einblick eben in diese Zeit des 15. 16. Jahrhunderts zu kriegen, in die Bereiche, wo der Besucher sonst nicht hinkommt. Und da sehen Sie jetzt hier ein Beispiel. Das ist das Saarbrücker Schloss und hier unten sind verschiedene Stellungen für solche Hakenbüchsen unter der Erde. Über den Kanaldeckel kann man dort hinein und das zeigen wir hier, wie sowas aussieht 500 Jahre später. Wir haben Licht reingesetzt, teilweise ist es noch verschüttet und da sind diese Öffnungen, aus denen man früher dann in den Graben hineingeschossen hat, den es früher um die Burg gegeben hat, der heute verschüttet ist. Außer bei uns im Museum gibt es einen Teil, der freigelegt wurde. Und man geht so durch verschiedene Kammern mit Rauchabzug und so weiter, die ganzen Details. Das kann man sich hier dann anschauen und wir haben passend dazu, zu dieser Thematik, zur Schießübung von eben, tatsächlich ein Bassinet, also ein Helm, der 1390 in Italien entstanden ist, 1410 in Saarbrücken umgearbeitet wurde und zum archäologischen Fundmaterial von hier stammt. Also ein außergewöhnlicher Fund, der restauriert wurde und hier im Original eben diese ritterliche, spätmittelalterliche Waffentechnik noch zeigt, kurz bevor die Hakenbüchse hier sich durchgesetzt hat. Unter anderem haben wir noch einen Goldkelch aus St. Wendel, der heute noch in der Liturgie dort verwendet wird, der aus dem Jahr 1369 stammt und von Graf Johann II. Gespendet wurde nach St. Wendel. Vermutlich hat er sich damit die Gunst erkaufen wollen, nachdem er vielleicht auch sich einmal nicht korrekt verhalten hat. Also er scheint hier eine außergewöhnliche Stiftung, Spende gegeben zu haben, hat sich da auf dem Fuß auch eingravieren lassen mit seiner Schenkung. Ja, mein persönliches Highlight hier im Bereich ist am Ende aber dieser Ring eines Steinmetzen, der sich hier unten in der Vitrine befindet. Der stammt eben aus dieser Zeit, spätes 15., frühes 16. Jahrhundert, ist also 400 Jahre alt und dokumentiert die ganzen Steinmetzen, die beteiligt waren beim Aufbau des Renaissance-Schlosses, also des ersten Schlosses, nachdem eben die Burg als solche aufgegeben wurde. Man hat sich entschieden, dann die Burg zu einem Schloss umzufunktionieren, auszubauen. Und das hatte vor allem einen Grund, weil man vom Triller, das heißt vom Talhang der Saar, mit der Artillerie hier alles in Schutt und Asche schießen konnte, wusste man, dass diese Stelle, dieser althergebrachte Herrschaftssitz nicht mehr zu verteidigen ist mit der neuen Waffentechnik und hat deshalb sich für die Repräsentation an Ort und Stelle entschieden und weg von der Verteidigungstechnik. Und in diesem Umbau waren eine ganze Menge Steinmetzen beteiligt. Wir wissen, dass es mindestens 25 waren, die dort, 25 verschiedene Werkstätten, die dort beteiligt waren. Und einer dieser Steinmetzen hat eben seinen Ring verloren, der dann zum archäologischen Fundmaterial gekommen ist. Und der ist komplett unbeschädigt, sein Symbol ist dort eingraviert. Und was sind Steinmetzzeichen? Im Grunde sind das solche kleinen Zeichen, die Sie hier auf diesem Kapitell, das wir hier falsch rum zeigen, das ist normal oben auf einer Säule drauf, ist hier ein Steinmetzzeichen. Oder hier ist es sogar
original schon in der Burg. Und das sieht man gleich, wenn man bei uns in die unterirdische Burg hineingeht, in die originalen Ruinen. Da haben wir 92 solcher Steinmetzzeichen und da leiten wir das Thema hier ein. Und ja, damit sind wir am Ende der Ausstellung zu Saarbrücker Burg und Schloss, wie sie jetzt hier steht, und würden dann im nächsten Schritt dann in die Ruinen eintauchen.